Hallo, ihr Lieben. Heute geht es um Chiron in der Waage oder im siebten Haus. Wenn Chiron in diesem Bereich des Horoskops steht, dann hat es einen immensen Einfluss auf deine Beziehungen. Aber bevor ich weiter darauf eingehe, empfehle ich dir zuerst, dass du dir mein allgemeines Video zu Chiron anschaust. Klicke einfach hier oder unten in der Beschreibung ist es auch verlinkt. Also, wie ihr sicherlich schon wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde, meist aus der Kindheit. Und Chiron steht auch gleichzeitig für eine Begabung in diesem Bereich. Zuallererst nehmen wir Chiron immer als sehr schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in deiner Psyche. Und bei der Chiron-Wunde in der Waage oder im siebten Haus geht es um die Themen Beziehungen, Liebe, Nähe, Geben und Nehmen. Man geht bei diesen Themen immer in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man dem komplett ausweicht, kann auch die Gabe nicht zum Vorschein kommen. Daher ist der beste Umgang mit Chiron, die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit in diesem Bereich auch anzuerkennen. Denke daran, die besondere Empfindsamkeit wird immer bleiben, aber du lernst im Laufe des Lebens, damit umzugehen. Übrigens, wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere doch bitte meinen Kanal. Also, mit Chiron in der Waage oder im siebten Haus spürt man ein großes Liebespotenzial in sich. Dies möchtest du auch gerne verströmen, hast aber gleichzeitig Angst vor zu viel Nähe. Wenn jemand Liebe und echte Sympathie bekundet, kannst du es kaum ertragen. Einerseits hast du Angst, dass dich dein Gegenüber vereinnahmen will oder dich in Besitz nehmen will. Andererseits willst du einfach nur geliebt werden. Aber du hast eben diese große Angst vor Ablehnung und Abwertung. Wenn du es dann doch mal wagst, Sympathie für jemanden zu zeigen, dann rechnest du sofort mit Zurückweisung. Daher überprüfst du jede Reaktion deines Gegenübers auf Ablehnungssignale. Das führt dazu, dass du innerhalb von Beziehungen extrem empfindlich reagierst. Denn wirklich geliebt zu werden, bedeutet für dich Gefahr. Es kann sogar sein, dass eine Liebesbekundung Panik in dir auslöst und auch Verlustängste in dir hervorruft. Oder auch, wenn dein Partner mal keine Zeit für dich hat oder sich etwas anderem widmet als dir, interpretierst du es als Abweisung und das löst dann das Gefühl von Abgeschnittenheit und Isolation in dir aus. Dadurch lehnst du aber auch deine eigene Liebe ab und dies löst dann tiefen Schmerz in dir aus. So, nun gibt es auch hier folgende Formen der Ausweichung. Einmal ist es so, du übernimmst geltende Beziehungsmodelle und orientierst dich daran. So entwickelst du ein akzeptiertes Beziehungsverhalten, bist vielleicht sogar sehr beliebt, hast viele Freunde und lebst in einer vermeintlich glücklichen Partnerschaft. Da deine Beziehungen aber auf den üblichen Rollen und Mustern aufgebaut sind und keine wirkliche Bezogenheit haben, bleibt in dir, unabhängig von der äußeren Realität, ein Gefühl der Leere und Isolation. Es kann aber auch sein, dass sobald eine Situation die Möglichkeit von echter Liebe und Bezogenheit beinhaltet, du dich zurückziehst und somit eine sichere Distanz schaffst. Und weitere Vermeidungsstrategien sind auch die Betonung deiner Unabhängigkeit und deiner Individualität oder das Rationalisieren von allem, was mit Liebe zu tun hat. Also, wie sollte man nun mit Chiron in der Waage oder im siebten Haus umgehen? Der Entwicklungsweg ist folgendermaßen. Zuerst musst du deine eigene tiefe Liebesfähigkeit entdecken und anerkennen. Dann öffne dich behutsam für echte, persönliche Begegnungen jenseits von irgendwelchen Rollenmustern. Erlaube eine Annäherung, die Berührung erlaubt. Gleichzeitig übe dich auch in Selbstliebe und wertschätze dich selbst. Dann kann die in dir schlummernde Liebe in Beziehungen eingebracht werden, aber sehr behutsam. Finde ein Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz. Mit der Zeit ist es dann möglich, immer mehr Bezogenheit
und Verbindung zuzulassen. Allerdings wird es immer nötig sein, dass du dich in Beziehungen vor Verletzungen schützt. Und wenn du das gelernt hast, kommt deine Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar besitzt du die Gabe, Beziehungswunden zu heilen. Du kannst anderen aufzeigen, was Liebe sein kann. Und du kannst hervorragend in Beziehungskrisen und allgemein in Konflikten vermitteln. Du kannst anderen auch gut als Spiegel dienen. Außerdem kannst du Menschen dabei unterstützen, Selbstliebe zu üben und sich selbst auch wertzuschätzen. All dies kannst du und solltest du auch beruflich einsetzen. Zum Beispiel in der Paarberatung, in der Mediation, einfach alle Tätigkeiten, wo Diplomatie erforderlich ist. Wenn auch du Chiron in der Waage oder im siebten Haus hast, dann schreibe es mir doch unten in die Kommentare. So, Chiron wird im Leben immer besonders wichtig, wenn er persönliche Planeten im Transit aktiviert. Aber die allerwichtigste Chiron-Phase ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. Diese findet für jeden Menschen zwischen dem 50. und dem 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird das Chiron-Thema in deinem Horoskop nochmal stärker aktiviert, damit du nun auch wirklich heilen kannst und dann auch zu Weisheit gelangst. Natürlich wird man nochmal sehr stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist wichtig, dies einfach auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen. Sei mit dem, was ist. Dann entsteht oft was ganz Neues. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Waage-Energie geben und würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like für dieses Video gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Alles Liebe dir. Bis bald.